Donald Trump soll offenbar in seiner Amtszeit als US-Präsident Luftangriffe auf Drogenlabore in Mexiko in Erwägung gezogen haben. Wie der ehemalige Verteidigungsminister Mark Esper laut New York Times in seiner Autobiografie schreibt, soll Trump ihn zweimal gefragt haben, ob die Streitkräfte Raketen auf Mexiko abfeuern könnten, um die Drogenlabore zu zerstören. Doch das ist nicht alles. Wie aus Auszügen des Buches hervorgeht, die von einer Nachrichtenwebseite veröffentlicht wurden, hatte Trump auch erwogen, Soldaten auf Antirassismusdemonstranten schießen zu lassen. Esper hatte einen Weg finden müssen, Trump diese Idee auszureden, wie er in seinem Buch schreibt. Esper war von Juli 2019 bis November 2020 Verteidigungsminister unter Trump. Der Präsident entließ ihn nach seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 gegen den Demokraten Joe Biden. Esper schrieb danach sein Buch A Sacred Oath. Er beschreibt darin seine Zeit an der Spitze des Pentagon.